dass eine Villa Ende 18. Jahrhundert ist. Wie du schon mal gewohnt hast. Wie ich schon mal gewohnt habe, ja. Für 25. Was ist er jetzt wert? Während zwischen 40 und 50.000 gehandelt. Ach, was passiert? Rieche mal. Buch ist ja nicht ein Buch raus und hoffen. Für mich wäre das natürlich, wenn das ein Bestseller wird, wäre das natürlich für mich dann... Yeah, you better. Yeah, you better. So, Werner, wo geht's denn jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt ins Rumbas. Da habe ich einen Termin mit dem Immobilienmakler, was übrigens auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Der lebt auch auf Marbella, einen Großteil vom Monat drüben. Ja, und mit dem werden wir uns treffen. Worum geht's oder worum soll's gehen? Ja, ich muss ein bisschen geschäftlich was wegen ein paar Immobilien mit ihm besprechen. Alles klar. Gut, bei dir? Gut. Yeah, you better. Richie, Richie just made a deal for Werner and I think he has to look for a villa now and I think he will do it. Werner, ja. Was passiert gerade? Ja, nix, wir rufen wegen der Villa an. Wegen der Villa, willst du umziehen? Ja. Ja, guten Tag. Und zwar, ich rufe auf das Inserat an, wegen der Villa, was wir zu vermietet haben. Und da wollte ich mich mal erkundigen, wann könnte man die mal besichtigen? Okay, also morgen und übermorgen haben sich schon so viele Leute angemeldet. Sagen Sie mal einen Termin heute Abend mal durch, das wäre super. Alles klar, dann bedanke ich mich, ne? Bis dann, tschö, tschö. Die hat schon Besichtigung. Ja, ich handle gar nicht. Ich gebe das, was er will und fertig. Am besten hingehen, gar nichts verhandeln. Vom Preis her gleich 3 Monate im Voraus geben. Ihr ist es wichtig, nicht der Erste kommt, der malt zuerst. Ihr ist es wichtig, dass ein Mieter nahe geht, wo sowas zu schätzen weiß. Das war ja ein erfolgreiches Meeting. Das war erfolgreich. Bei mir geht's so schnell. Weißt du, bei Immobilien ist immer schnell. Anna, what's your opinion? I'm very happy. Ja? Bist du glücklich, Werner? Du, wenn meine Frau glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Ne? Wie heißt es immer so schön? Happy wife, good life. Aber machst du sicher, da sind 2 Harley-Parkings da, ne? Da sind genug Parkplätze. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Haus. Was weißt du bis jetzt darüber? Dass eine Villa Ende 18. Jahrhundert ist. Wie du schon mal gewohnt hast. Wie ich schon mal gewohnt habe, ja. Wie unterscheidet die sich jetzt da von der alten? Die ist ein bisschen kleiner. Mhm. Die hat wie viel? 200? Und 2000 Land, habe keine Nachbarn mit dabei. Entspannt, habe meinen eigenen Wald, wo ich dann spazieren gehen kann. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja. Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. So, Werner, Meeting ist vorbei. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, jetzt fahren wir in der Nähe von Wiesbaden und gucken uns da eine Villa an. Die Villa, die wir gerade uns angeguckt haben im Internet? Genau, richtig. Und da haben wir für Sonntag einen Besichtigungstermin bekommen und ja, aber ich will sie heute schon mal angucken von draußen. Richtig. Was da? Was ist das? Von der Abteilung? Naja, normal. Ist das hier? Ja. Stopp. Gute Pajane. Das gehört? Gefällt dir, Werner? Das sieht ja mal schlecht aus, ne? Da kannst du einmal parken und hast noch 2 Garagen. So. Wäre das was für dich? Ach, weißt du, guck mal, ich sehe es ja mal von der Sicht, ne? Ich wohne ja jetzt schon jahrelang, ne? Habe ich ja immer in den Bordellen gewohnt, ne? Habe ja da immer separat meine Wohnung gehabt. Und die Wohnungen waren ja auch immer alle sehr großzügig gebaut. Ich weiß es nicht, wenn du es gewohnt bist, im Bordell zu leben und das Leben so mitgemacht hast und du hast da Freude dran gehabt, weißt du, ist es halt natürlich das krasse Gegenteil, ne? Das wirkt irgendwie für mich irgendwie so,
so Fahnenflucht, weißt du, das Schlachtfeld verlassen, weißt du, ja, und dann den Angestellten das zu überlassen. Das hat ja manchmal auch seine Vorteile gehabt, den Angestellten gegenüber, wenn man natürlich im Bordell gewohnt hat, ne? Aber nach so langer Zeit muss man ja schon sagen, ein bisschen Ruhe ist ja auch nicht schlecht, ne? Hier gehst du auf dein Anwesen rein und hinten raus, das ist ja alles abgesperrt, man hat seinen eigenen Wald, wo man spazieren gehen kann und alles, weißt du? Kleines Märchenschloss, ne? Sozusagen, ja. Das Gute ja an dem Anwesen hier ist ja, ne? Ihr seht ja, das ist ja eine Yachthütte, ne? Ja. Also da kann man ja auch drin wohnen, ne? Aber du willst doch nicht in der Yachthütte wohnen, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Meine Frau zieht ja hier mit ein, ne? Und wenn dann die Freundin kommt, weißt du, dann quartiert man sie halt da oben ein. Dann kann man ja nachts immer ein wenig hin und her wechseln, oder? Ziehst ja mit ein, ne? Wenn die Freundin kommt, die kann ja dann da schlafen. Welche Freundin? Ne? Welche Freundin? Dann kann ich ja nachts immer ein bisschen wandern, weißt du? Oder der Adi wohnt da, wie wär's denn damit? Nein. Der will ins Bordell reinziehen, in meine Wohnung. Das hat er schon gesagt. Hühner sind wir ja gewohnt, ne, in unseren Häusern ja zu haben, ne? Okay. Yeah, you better. Welcome to Crazy Chicken Farm. Und wo verschlägt es uns heute hin, Werner? Ja, es ist ja jetzt soweit. Das Buch, das wird ja jetzt in Auftrag gegeben. Und die Chefetage vom Münchner Buchverlag kommen heute nach Frankfurt, um mit mir noch den Rest zu besprechen. Und da fahren wir jetzt hin ins Rumers. Dann werden wir ein bisschen im Rotlichtviertel unterwegs sein. Da habe ich ein bisschen was zu erledigen in Frankfurt. Und dann schauen wir, was der Tag noch mit sich so mitbringt. Ne? So machen wir es. Genau. Das ist ja picobello, da ist ja nichts gerissen, nichts. Ja. Das Ding hat immer ein Rostbläschen. Den habe ich vor 3 Jahren gekauft gehabt für 25. Was ist er jetzt wert? Jetzt mittlerweile wären also so Objekte in dem Zustand, wären zwischen 40.000 und 50.000 gehandelt. Aber ich würde ihn jetzt, sag ich mal, nicht verkaufen. So was verkauft man nicht, oder? Genau, richtig. Eventuell spiele ich noch mit dem Gedanken, den E-Type, den Vorgänger zu holen. Weil den fand ich auch gut. Was ist das für ein Baujahr? Das ist ein Baujahr, das war einer von der letzten, ne? Und ich glaube 93. Anfang der 80er wurden sie ja gebaut und den hatte ich mal eigentlich damals gekauft gehabt. In den 90er hatte ich dasselbe Auto schon mal und da habe ich so positive Erinnerungen, als ich das Auto gesehen habe, von der Zeit damals mit dem Auto und ja, was für Mädels da natürlich alles drin gesessen hat, was man mit denen alles so erlebt hat und alles, ne? Und dann war ich so angetan und war etwas mit Emotionen geladen, hab natürlich nicht mal verhandelt und alles habe ich gesagt, nehme ich mit, weißt du? Naja. Verbeugt die ganze Einfahrt, da hat doch was am Dach. Der sieht doch, dass hier eine Ausfahrt ist und fährt bis hierher. Männer, was passiert? Was passiert? Riech mal. Meine ganze Hand ist voll mit Benzin, ey. Alter. Das passiert manchmal bei den Autos, da schwappt der Sprit einfach zurück. Dann drehst du auf und dann kommt er dann gegen. Alter, das kotzt mich sowas von an. Ach, Alter, ey. Gott, ey. Das regt mich an dem Auto so auf, da bist du manchmal beim Tanken, ne? Und dann ist er noch nicht voll, aber dann schwappt er irgendwie über. Keine Ahnung, wieso, weshalb oder warum oder. Hände waschen im Eimer an der Tankstelle. Ja, das war so ein Sack, ey. Cabriolet unterwegs ist, ne? Und man fährt die Autobahn runter. Weißt du, was das Wichtigste ist danach? Man macht sich erstmal eine Zigarette an.
Ah, es ist so schön, dich zu sehen. Hallo. Grüß dich. Hallo. Banner, hallo. Also, wir hatten es ja vor 4 Monaten schon angekündigt, hatten so viele geschrieben. Auch auf Instagram kam jetzt auch so, wann kommt das Buch, wann kommt ja, das Buch? Und du so, ja, morgen. Ja, so. Ja, hier, neben dir. Ja, okay, okay. Can würde dich einfach mit dir unterhalten, dass wir das grobe Konzept festlegen. Aha, okay. Und dann stimmen wir das Konzept halt einmal ab. Und dann geht er an das Schreiben mit dir, muss dich natürlich begleiten, muss ja ein bisschen Zeit nehmen dafür. Du bist vom Buchverlag. Möchtest du dich mal vorstellen und von welchem Verlag kommst du? Hi, ich bin der Georg vom FBV, vom Finanzbuchverlag. Wir machen die legendärsten, besten Biografien der Welt. Und wenn es eine Biografie gibt, wo ich glaube, dass sie jeder verschlingen wird, ist die Biografie von Werner. Also Werner kann so viele geile Geschichten erzählen und das Buch wird ein mega, mega Bestseller. Und ich freue mich unglaublich auf dieses Buch und mir fallen 15 Leute ein, denen ich dieses Buch zu Weihnachten schenken werde. Und ich werde dieses Buch selber bezahlen, damit wir Werners völlig überteuerte Autorenhonorare bezahlen können. Wie seid ihr denn auf den Werner gekommen? Über einen ganz fantastischen Freund unseres Verlegers und ich habe mir dann mal die ersten YouTube-Sachen angeguckt und gesagt, fuck, wir müssen es machen. Und dann haben wir Werner getroffen, das erste Mal in München. Ja, ich muss meinen Rolls Royce abholen. Ja, dann komm doch kurz vorbei. Ja, okay. Und ich weiß noch, wie die anderen Leute bei uns im Verlag an der Scheibe geklebt sind. Hey, da ist so ein Typ da und der hat so lange krasse Haare und der, boah, krass, ey, wer ist denn das? Mit dem trefft ihr euch da? Ja, das ist der Werner. Dann haben wir uns getroffen und gesagt, Werner, wir müssen dieses Buch mit dir machen. Also direkt beim ersten Treffen schon. Also nicht eine Sekunde gezogen und gesagt, Werner, lass uns dieses Buch machen. Unbedingt. Liebe auf den ersten Blick. Und ein Buch über eine Person aus dem Rotlichtmilieu hattet ihr so noch nicht, oder? So ein Buch gibt es, glaube ich, nicht nochmal. Also Werners Biografie, glaube ich, ist so einzigartig. Also wer es zweimal schafft, sowas aufzubauen und so viel erlebt hat, also bei aller Liebe, das, so eine Vita gibt es auch nicht zweimal. Völlig verschiedene Dinge. Also wirklich, ich mache mir null Sorgen, dass dieses Buch zu dünn wird. Ich glaube, das wird eher zu dick. Hoffentlich kommt es als Hörbuch raus. Ein Buch ist ja nicht ein Buch raus und hoffen. Für mich wäre das natürlich, wenn das ein Bestseller wird, wäre das natürlich für mich dann... Werner, Zuhälter auf der Spiegelliste. Also entschuldige. Dann gehen wir Gas. Philips, alles gut? Oh, jawohl. So, das war wieder mal ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert den Kanal und liken nicht vergessen.